Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer breiteren Folge Let's Play Darksiders. So, na dann wollen wir uns doch mal aufmachen zu den nächsten Gefahren und Gebieten und den letzten Endgegnern und so weiter, die uns alle noch so bevorstehen in diesem Spiel. So, und ich habe gerade keinen Bock, mich mit den ganzen Mini-Dämonen hier aufzuhalten irgendwie. Ich habe gerade eben schon beim Laden des Spielstandes welche zerkloppen müssen und... Na gut, das hier ist ein großer Brocken, da gibt's... Oh! Ja, da gibt's für mich scheinbar auch derbs auf die Fresse. Ah, das funktioniert immer, ne? Ah, ich wollte gerade ausweichen eigentlich. So, treffe ich ihn diesmal. Ah, scheint auch da ein bisschen Schaden zu machen. So sieht's gut aus. Ja. Wunderbar. So, habe den Typen noch geköpft, wenn wir schon mal dabei sind. Und wir müssen offenbar hier entlang. Na, dann machen wir das einfach mal, oder? Wenn das der kürzeste Weg ist, werde ich dir einfach mal vertrauen. Ja. Ich kann ja mal auf die Karte schauen. Genau. Okay. Ja, wird schon richtig sein irgendwie. Das Gebiet kennen wir ja auch noch ein bisschen. Also wir sollten es auf jeden Fall kennen. Ja, ich weiß noch, die Gegner hier halten ein bisschen mehr aus. Ah, eigentlich wollte ich mich gerade um den anderen kümmern. Uah. Wie blocke ich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Wie blocke ich? Hä? Ach ja, so. Okay, machen wir das nochmal. Okay, ich blocke. Ah, Mist. Wow, das zu blocken ist aber auch sehr schwer, weil das Vieh so schnell angreift. Okay. Lass uns in den blocken. Lieber die alte Schule. So, weg mit den Beinchen und... So, dann machen wir ihn mal fertig. Komm schon. Ja, genau. Was abgerissen, wie es sich gehört. Wir können ja besser einfach unsere langsame Attacke weiter auf ihn einprasseln lassen. Achso, das kann er gar nicht blocken. Okay, so, fertig, geht doch. Viel zu lang gebraucht eigentlich. Ah, genau, das kennen wir ja noch. Das ging so. Ach genau, und vielleicht hätte ich erst drücken sollen. Ich cleverer Junge, ich. Schnell, das hier können wir leider noch nicht benutzen. Später erst. Schnell. Solange es noch funktioniert. So. Perfekt. So, komm her, du hässliches Vieh. Viel Spaß damit. Achso, verdammt, ich wollte es schmeißen. Wie ging das nochmal? Ah. Okay, jetzt können wir schon hier ordentlich zulangen. Ich kann ja mal gucken, ob das Ding auch gut Schaden macht. Ja, nicht wenig, ne? Es geht wohl. Aber ich verliere gerade so viel Energie an dem Kackvieh. Aber ich muss mal ein bisschen Erfahrungspunkte mit dem Hammer sammeln. Ah, jetzt bin ich zur Abwechslung mal ausgewichen, habe aber vergessen, dass danach immer noch ein Schlag kommt. Ja, wir merken schon, dass unser Schwert deutlich mehr Power hat. Aber, naja, ist mir auch wurscht. Ich sollte auf jeden Fall mal schauen, dass ich mal irgendwie bei geeigneter Stelle irgendwie ein bisschen meine Lebensenergie auffrische, weil, ne, wie wir sehen, ich habe gar nichts mehr. Und dabei wollte ich doch eigentlich weiter. Hm, naja. Ich werde es überleben. Hä? Was war das denn, Alex? Ich glaube, da war bestimmt was zum Hochklettern. Ja, das übersehe ich mal erstmal sowas von direkt. So, und so. Zack. Dankeschön. Genau, dann hier entlang.
Wenn ihr jetzt ein, bestimmt ist hier irgendwo ein Schlangenloch, was ihr eigentlich schneller hätte nehmen können, aber... Naja. Ein paar Seelen sammeln hat noch nie jemandem geschadet. Ach ja, die geben immer so ein bisschen Lebensenergie, ne? Ja, aber so dermaßen wenig, dass es sich kaum lohnt. Aber ich könnte ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln für meinen Haft, für meinen, ne? Für meinen Handschuh. Eieiei. Ganz schön Power. Und es sieht einfach geil aus, ne? Das muss man dazu sagen. Und zack! Jawoll! Das rockt. So, nach und nach müssen XP sammeln. Da fällt mir ein, habe ich eigentlich eine Power hier drauf? Ach, habe ich. Welche denn? Schauen wir mal. Was ging das nochmal? Nee, die Info meinte ich eigentlich gar nicht. Ach, da unten kann ich es nachlesen, genau. Ich habe da dieses Kampflehre. Erhöht Kriegsrüstungsstufe... generell passiv und erhöht die Waffenerfahrung, die im Kampf gewonnen wird. Ja, das ist genau richtig gerade für die Waffe, das passt. Okay. Soweit alles ziemlich friedlich an der Stelle. So, kann man die ja auch kaputt machen? Tatsache. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Und hier ist immer so ein bisschen Geld drin. Genau. Ach, ich kann ja Ruin beschwören. Na dann. Dann geht's mal weiter. Ach, oh, das war's leider schon. Ich hätte echt ein Schlangenloch nehmen können, glaube ich. Aber, naja. Lektion gelernt. Aha. Genau, da kam ich nur damit rüber, oder? Oder komme ich auch so hier rüber? Nee, ich glaube nicht. Okay, geht das auch mit der Pistole? Moment. Tatsache, geht auch mit der Pistole, wunderbar. Okay. Halten wir uns hier mal fest. Springen hier lang. Mhm. Und dann war das hier runter, genau. Dann besser erstmal hier hin, so zur Sicherheit, ne? So, dann hier entlang. Alles klar. Ah ja, wie gesagt, Schlangenloch wäre alles schneller gewesen. Habe ich Pech gehabt. Ach, die Gegend, ich erinnere mich. Das war dezent uncool. Nein, nein! Ja. Schon mal gut los. Er wollte einfach nicht springen. Weil er nämlich halt beschäftigt war, dieses Kackding wieder einzusammeln. Komm schon. Schnell, 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 schnell. Geht doch. Okay, jetzt nach oben, glaube ich. Genau. Hier entlang und weiter, 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 weiter. Nicht zu weit, bitte. Dankeschön. Kommen wir jetzt endlich mal dahin, wo ich eigentlich hin soll. Das wäre ganz nett. Ja, und hier ist auch das verfluchte Schlangenloch, das ich hätte nehmen können. Oh. Peinlich, peinlich. Ach, ich hätte im Aschenland einfach rumreiten können, oder was willst du mir jetzt erzählen? Moment mal. Moment. Wie kann man hier rauszoomen? Kann man nicht. Okay. Nee, ich muss schon da hinten lang, okay. Also schon da hoch. Aber ich kann jetzt einfach hier lang reiten. Warum eigentlich nicht, ne? Man kann ja mal schauen, ob es mir einen Vorteil bringt. So direkt hinzureiten. Vielleicht kommt man da irgendwie auch durch, man weiß ja nicht. Nein! Wow, 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 wow. Aha.
Ach so, und das kann wohl Ruinen betreten, wie es ausschaut. Okay. Dann muss ich ja mit Ruinen irgendwo wohl hier hochkommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hey, was geht hier ab? Hilfe. Tja, so schnell ist mein Pferd weg. Ich muss da hoch. Okay, ach, das Spiel kenne ich auch noch. So langsam, dass ich sehen kann. Ja, das passt gerade wunderbar. Schnell, 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 schnell. Alex, schnell. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Bist also nicht völlig aus der Übung, aber... Ist nicht die falsche Richtung? Hätte ich nicht da hochgemusst? Moment mal. Ja, ich gehe in die falsche Richtung. Ach, fickt euch doch. Ah, gut, dann gehen wir aber erstmal hier weiter. Vielleicht komme ich von da aus wieder runter. Ich hoffe mal. Ja, ich hoffe es, wie gesagt. Ich habe das Gefühl, hier komme ich so schnell gar nicht mehr raus. Man kann es ja probieren. Nein, natürlich nicht. Und irgendwas ist da draußen gerade rumgeritten. Was war das denn? Achso, ich bin dagegen gesprungen sozusagen, okay. Ja, ich will hier eigentlich nur raus, Leute. Mehr will ich gar nicht. Ah, ist ja schön und gut. Ja, ich will hier, da so, ja, raus, raus hier. Toll, jetzt bin ich dahinter, ganz klasse. Wisst ihr was? Ich lasse mich sterben, mal schauen, wo ich rauskomme. Ja, ja, stirb. Passt schon. Seelenbrücke, Krieg kann nun Seelenbrücken begehen, die zuvor inaktiv waren. Stürmen sie mit Ruinen durch ihre Säulen, um die zu aktivieren. Jetzt stehe ich hier auf einmal oben. Tja, das nenne ich mal einen Shortcut. Problem ist, ich kann Ruinen gerade gar nicht beschwören. Hä? Das macht ja jetzt noch weniger Sinn. Jetzt bin ich richtig perplex. Okay, hier kann ich ihn beschwören. Jetzt geht's auf einmal. Na gut. Na dann, zack. Holla, die Waldfee. Oh, das hat Stil. Das hat Stil. Okay. Und weiter geht's. Ja, ich weiß, das war gerade ein bisschen peinlich, aber was soll ich machen? Ich wusste es gerade irgendwie nicht besser. So weit, so ungewohnt ruhig, ne? Oh, und wir nähern uns ganz offensichtlich dem Gebiet dieser ekligen, ich denke mal, Spinne. Weil, wenn man hier überall Spinnennetze sieht, ne? Lässt auf einen, ein Vieh vermuten, dass eine Spinne ist, ne? Und das ist unschön, da ich Spinnen abgrundtief hasse. Ich habe jetzt nicht gerade eine Phobie gegen Spinnen, das wäre übertrieben, aber ich verabscheue sie immens. Und ekel mich auch ziemlich vor denen und vermeide es, ihnen zu begegnen. Sagen wir es mal so. Oh, na klasse! Oh, fuck. Krieg! Wie hast du das denn hinbekommen, verdammte Scheiße? Okay, das lassen wir uns nicht bieten. Oh, ich habe mir schon fast Sorgen um dich gemacht. Aber hey, so kommen wir direkt dahin, ne? Macht auch Sinn. Tada! Wir sind in der... Naja, im Netz des Löwen, sagen wir es mal so. Und das sieht alles sehr mysteriös und spannend aus. Und ich bin ziemlich gespannt, was hier alles so abgehen wird. Naja. Aber das erkunden wir beim nächsten Mal, wenn es dann mal wieder heißt Let's Play Darksiders. Mein Name ist Alex. Bis dann!